Hey Leute und damit herzlich willkommen zurück zum Mineshcap Randomizer. Es geht wieder weiter. Aktuell sind wir so ein bisschen, ja, im Trouble. Wir wissen nicht so genau, was wir als nächstes machen sollen. Uns fehlt irgendwie so in jeder Area so ein bestimmtes Item, was uns weiterhilft. Und ich habe mich mal ein bisschen umgeschaut offscreen und habe gesehen, hier brennt auch ein Feuer. Dementsprechend, ich würde mal hier ein bisschen Wasser reinmachen und würde das mal löschen. Außerdem habe ich gemerkt, man kann als kleiner Bimpf halt auch einfach hier die Schränke verschieben. Das heißt, wir können theoretisch auch da oben reinkommen. Deswegen, wir schauen erstmal. Und was mir auch aufgefallen ist, ich weiß nicht, ob es relevant ist. Ich habe nämlich nochmal mit den Leuten so ein bisschen geredet. Und die, ich habe auf dich gewartet, es sind neue Figuren fertig geworden. Also versuch dein Glück. Ja. Wie viele Muscheln möchtest du für dein Los einsetzen? So, und dann sagt sie mir, das Manipulieren ist illegal. Keine Ahnung, ob das irgendwie relevant ist, ob das irgendwas triggert später. I don't know. Ich habe es einfach mal gemacht. So. Dann schauen wir mal kurz. Ja, ich muss natürlich mit neuen Ideen glänzen, ne? Damit wir hier ein bisschen vorankommen. Also erstmal, was ist denn hier drin? Ne? Du hast den Schatz gefunden, ein tolles Werkzeug, nicht wahr? Okay. Keine Ahnung, welcher das war, welches Werkzeug. Und hier kann ich jetzt halt schieben. Da kann ich da oben erstmal rein. Kann da noch gucken, wer da wohnt. Oh. Aber hier waren wir schon, oder? Hier ist es staubig. Hi. Nach diesem Buch möchte ich was Romantisches lesen. Ah, guck mal. Mein Bruder liest gerne Bücher. Und ich liebe es danach, nach unten zu schubsen, um sie zurückzugeben. Oder ich fall runter. Ja, shit. Aber ich glaube, das Buch müssen wir runterschmeißen, oder? Das könnte sein. Vielleicht. Ja, ich spiele erstmal wieder Musik. Ich muss unbedingt die Tastenbelegung mal ändern. Haben wir noch was? Ne, das ist alles, was es gibt. Okay, wenn ich hier jetzt nochmal so drauf springe. Dann bringt irgendwie alles nichts, ne? Aber was könnte man denn da machen? Brauche ich da die Attacke, dass ich so nach unten? Oder wie funktioniert das? Oder geht das nicht? Muss ich hier nichts machen, Leute? Schreibt es mir gerne in die Kommentare, ob ich hier was machen kann. Ich hätte jetzt gedacht, ich brauche jetzt irgendwie eine Schwertrolle, eine Schwertrolle von Magnus, irgendwie eine neue Fähigkeit, dass ich da so springen und dann runterschmeißen. Also zustechen, wenn ihr wisst, was ich meine. Also, wir bekommen aber auf jeden Fall hier hin. Okay, man könnte dann da oben reingehen. Dann müsste ich aber die Krüge kaputt machen, oder? Oder wie soll ich die kaputt kriegen? Das geht doch gar nicht. Oder wie kommt man da oben rein? I don't know. Okay, was haben wir hier? Da wohnt schon ein Mineshcap einfach so. Hallihallo, du bist aus diesem Dschungel heil wieder zurückgekehrt. Alle Achtung. Achso, und da geht's direkt wieder raus. Okay. Jetzt kann ich hier rüberschwimmen. Ah, okay. Du bist oft hier. Gefällt dir diese Gegend so gut? So, jetzt muss ich ein bisschen aufpassen auf die Katzen. Ansonsten. Zack. Und da haben wir einen neuen Bereich. Gott sei Dank, ey. Okay, hoffentlich finden wir hier was Schönes. Ich hoffe, das ist auch ein neuer Bereich. Okay, hier ist erstmal gar nichts. Da oben ist eine Tür. Ja, da ist nur Geld. Achso, ja klar, ich brauche diese
Diese Flöte brauche ich. Nee, ich brauche das hier. Kann ich das Select wegmachen irgendwie? Nee, ne? Menno. Okay, was haben wir hier? Oh, Kampf gegen? Oh ja, ihr seid eher simpel. Ich mag es, dass die Spin-Attacke jetzt so schnell auflädt. Das macht es sehr viel angenehmer zu kämpfen. Aua. Und eine Schatzkiste. Yo, kommt was Gutes bitte. Ach Mann. Geld ist das Einzige, was ich nicht brauche. Mann. Shit. Na gut. Kann man ja nichts machen. Also triller ich mal mein Lied auf der Flöte. Na, aber hier ist halt auch nur noch Geld. Und das war's, ne? Mann! Das hat auch schon wieder nichts gebracht. Super ärgerlich. Hier oben war ja auch nichts mehr, oder? Doch, hier geht's auch weiter. Oh ja, vielleicht haben wir noch Glück. Hier geht's nicht rein. Okay, Herzteil ist cool, aber auch nicht notwendig. Okay, wir haben mal wieder ein bisschen was errungen. Ein paar neue Errungenschaften uns geholt, aber nicht das, was wir brauchen. Sind halt alles so nebensächliche Items. Wir bräuchten jetzt halt mal echt was Neues. Ja, genau. Pau. Geh weg. Ansonsten kann ich hier, glaube ich, nichts weiter machen, oder? Oder gibt es hier noch was zu tun? Nee, hier komme ich nicht weiter. Okay, Frage ist, kann man hier überhaupt noch was anderes machen jetzt? Weil ich kann ja auch theoretisch hier drüben rausgehen. Nee, das war's. Und hier brauche ich halt einen neuen... Das verstehe ich hier halt nicht genau. Dann müsste ich ja... Nee, aber ich kann ja auch nicht hochklettern oder so. Wie soll man denn da hochkommen? Das verstehe ich nicht. Na gut. Gehen wir erstmal wieder zurück. Wir könnten noch ein Buch in der Bibliothek zurückgeben. Achso, die Schränke bleiben da stehen, wo sie stehen. Wenn man das macht. Okay, gut zu wissen. Ob es mir was bringt, weiß ich aber trotzdem nicht. So. Was können wir noch machen, Leute? Haben wir hier irgendwo noch Feuer? Magnus, hier kommen. Wir haben jetzt 3, 6, 9 Herzen. Das heißt, wir haben auch keine 10 Herzen, dass ich jetzt nochmal zu dem anderen Bärenmeister gehen könnte. Das klappt auch nicht. Wie sieht es hier beim Postamt aus? Zweite Fibel ist da. Und ich kann mir jetzt schon die dritte bestellen. Ich meine, ich habe eh so viel Geld, ne? Deswegen, ich hau die einfach raus. Passieren tut da eh nichts, oder? Wenn ich die lese. Das ist einfach nur Tipps und Tricks, oder? Beenden. Ja komm, wir gucken mal in den Tempel des Tropfens rein. Weil sonst habe ich gerade keine Ideen mehr, was ich noch machen soll. London Farm. Schöne Musik. So, der Hayasee. Aua. Was war hier drin? Ah ja. So, hier waren wir ja auch schon überall. Wir gehen jetzt zum Tempel des Tropfens, Leute. Da waren wir auch schon drinne.
Ach, da müssen wir als kleiner hin, ne? Ah, ne, wir können uns klein machen. Alles klar. Oder? Ja. Und dann geht's direkt rein in den Tempel des Tropfens. Okay. Schauen wir mal, ob wir hier was machen können. Schöner Eistempel. Wahrscheinlich nicht viel, ne? Wow. Aber solange ich ein Item irgendwo bekommen kann, reicht mir das eigentlich schon. Ne, vielleicht ist es ja das Item, was mir aktuell fehlt. So, da geht's schon los mit Schlüsseltür. Das heißt, weit kommen wir hier auch nicht. Was ist denn das? Fragezeichen? Ah, kann ich das wegschmelzen wahrscheinlich, ne? Aber... Ach, ich kann jetzt... Kann ich mich da runterfallen lassen? Ja. Okay, alles klar. Erstmal schon Kaffee. So, das baller ich jetzt da rein. Die Frage ist, was ist das? Das ist einfach eine Frage... Das sieht aus wie ein Fragezeichen. Es ist ein Boss-Key. Für den Tempel des Tropfens. Wir können direkt einen Boss machen. Aber ich kann den nicht machen, oder? Da fehlt mir doch alles. Ich glaube, den können wir nicht machen. Ich glaube, da brauche ich... Keine Ahnung. Fackel auf jeden Fall. I don't know. Also die Lampe. Wir können ja mal reingucken. Theoretisch, im schlimmsten Fall, können wir uns ja einfach rauswarpen. Beziehungsweise im schlimmsten Fall, ich mache hier mal einfach einen kurzen Speicherpunkt, ja, dass wir im schlimmsten Fall einfach wieder rausgehen können, rausladen können. Schauen wir mal. Ja, geht nämlich nicht. Ich brauche nämlich hier die Flamme. Aber es geht ja weiter, okay. Nee, warte mal, ich kann den selber auftauen. Aber ich brauche trotzdem... Ja, ich brauche trotzdem eine Flamme. Glaube ich. Denke ich, glaube ich, müsste so sein. Oh, und... Eins noch, ne? Dann könnten wir beim Schwertmeister mal vorbeischauen. Das habe ich. Haha. Wie komme ich denn eigentlich über die Wolken, Leute? Wie war das denn? Brauche ich, glaube ich, einen Düsterich, oder? Da fehlt mir wieder ein Schlüssel. Wie bin ich denn jetzt eigentlich hierher gekommen? Über den Boss-Key? Ist ja auch strange. Aber ich komme hier überall nicht rein. Ich brauche überall... Was ist das hier? Rückweg oder was? Aber ich komme hier rüber. Ich kann mich rüber cheaten. Da kann ich hochklettern. Ah, verstehe. Kann ich mir hier quasi einen Rückweg machen? Aber brauche ich ja nicht. Okay, was ist da? Der Wegweiser ist auf dem Boden des Krugs verborgen. Okay. I don't know. I see. I see what is meaning. Das ist ein Krug hier. Was? Der Wegweiser ist auf dem Boden des Krugs verborgen. Aber hier ist doch gar nichts. Oder hätte ich jetzt hier einen Schlüssel bekommen müssen oder sowas, der irgendwo mal reingefallen ist. Der jetzt natürlich nicht reingefallen ist. Menno. Wahrscheinlich ist hier mal irgendwas reingefallen. Aber jetzt ist es natürlich nicht reingefallen. Oder habe ich was falsch gemacht, Leute? Der Wegweiser ist auf dem Boden des Krugs. Ja, es ist der Krug hier auf jeden Fall. Aber hier ist nichts. Hier ist gar nichts. Das sieht schlecht aus für mich. Ja, auch Tempel des Tropfens werden wir wahrscheinlich vorerst nicht beenden können. Aber ich kann das hier machen. Ja.
passiert nichts. Ich glaube, das war's. Vielleicht hätte da irgendwas runterfallen müssen vorher, bevor wir das machen. Aber ich denke, das hat sich jetzt erledigt. Schade. Jo. Dann sind wir hier, glaube ich, auch durch. Mehr gibt es, glaube ich, erstmal nicht zu tun, weil hier sind überall Schlüsseltüren. Und runterschmeißen konnte ich da auch nichts. Aber hier? Ne, hier kam ich her. Geh nochmal kurz eine Runde laufen, aber ich glaube, das war's. Na, guck mal, hier komme ich nämlich auch nicht durch. Ne. Okay, ich glaube, das war's schon wieder. Schade! Ah, überall kriegen wir keine Sachen. So, warte mal, wie komme ich hier wieder raus? Eigentlich. Ah. Perfekt. Gut, dann sind wir hier auch durch und ich würde, genau, mich einmal porten. Und wir gehen, ja, hier hin. So, warte mal, wem muss ich das Buch eigentlich zurückgeben? Der Dame am Empfang, oder? Genau. So, ein Buch haben wir wieder zurückgegeben. Und jetzt können wir doch theoretisch uns klein machen irgendwo. Und dann müsste das hier drinne stehen. Da können wir vielleicht eine Etage weiter hoch. Mal gucken. Ob wir da zumindest eine Sache irgendwie beenden können. Oder machen können. Sag ich mal. Genau, das hier müsste jetzt das Buch sein, oder? Das hier müsste... Oder? Ist das das erste Buch? Nee. Hat die es noch gar nicht wieder zurückgestellt? Hier links von mir müsste das Buch stehen eigentlich, ne? Oder das ist eins, was weiter oben steht. Ach Mann. Auf jeden Fall können wir nicht hoch. Schade. Okay, das hätte sich dann auch erstmal wieder erledigt. Ich versuche mal über die Wolken zu kommen. Aber ich glaube, dafür brauche ich die Büsterich. Da muss ich, glaube ich, den Opa befreien, oder? Aber... So, wir gehen mal hier rein. Normalerweise... Hier ist ein Kamin, aber das bringt mir ja nichts. Warum lässt der mich eigentlich nicht durch? Der blöde Obi. Oder sie? Mit wem muss ich kombinieren, dass die mich durchlässt? Da brauche ich einen Büsterich halt. Mann! Ah! Ich habe echt keinen Plan, wo ich noch hingehen soll, ne? Ich meine, wir haben ja noch ein paar unentdeckte Gebiete, aber komme ich da hin einfach so? Wenn ich jetzt mal so auf die Karte gucke. Ich meine, da drüben ist ja auch ein Stein, den... Guck mal, hier, theoretisch, ne, in den zwei Gebieten und in den Abschnitten hier war ich noch gar nicht so richtig unterwegs. Vielleicht können wir da mal irgendwas drehen. Aber hier drüben ist ja auch so ein Stein. Guck mal, hier ist einfach eine Schatzkiste. 30 Pfeile. Ja, irgendwie... Vielleicht sollte ich mich mal richtig umgucken, ne? So, jetzt können wir uns nämlich auch hier importen erstmal. Aua. Das Tingel? Guck mal, zu Tingel kann ich auch hoch. Yo, auf zu Tingel! Hey! Das zweite Fragment passt auch, juhu! Jetzt werde ich eine Fee wie du! Ich werde eine Fee ganz bestimmt! Tingel, Tingel, Meer und Sand! Juhu! Na toll. Also mit dem hätte ich jetzt so vereinen können. War ich hier schon drin? Guck mal, ich war doch... Magischer Krug erhalten.
Tja, manchmal bin ich echt blind scheinbar. Ja. Frage ist, wo waren jetzt die ganzen Gebiete, wo ich den magischen Krug brauche? Also ich kann auf jeden Fall den Geist noch wegmachen. Ich würde sagen, das machen wir nochmal schnell. So, magischer Krug, zack. Schönes neues Item. Jetzt können wir den Obby befreien von seinem Geist. Da bekommen wir ein neues Item. Glaube ich. Aber das war's halt auch. Ghostbuster! Zack, weg ist er. Wer hätte das gedacht? Opa sieht schon viel besser aus. Wie soll ich dir nur danken? Ich hätte nie gedacht, dass er wirklich von einem Geist befallen sein könnte. Ein Ding. Was? Ich war von einem Geist befallen und du hast mich vertrieben. Oh, meine Kräfte sind wieder da. Bald kann ich wieder aufstehen. Mein Name ist Link, ja? Du hast mich gerettet. Toll, ein Rubin. Ah, nichts bekommen hier. Das kann ich auch mit dem Büsterich machen, Leute. In welche Dungeons kann ich jetzt noch reingehen mit dem Büsterich? Das ist halt die Frage. Kann ich jetzt irgendwo in einem Waldschrein oder irgendwo was machen? Oder im Feuertempel? Büsterich. Was ich auf jeden Fall machen kann, ist das hier. Ob sich da jetzt einer niederlässt, keine Ahnung. Kurz gucken. Jo, das ist der Terry hier, aber ich glaube, der macht nichts, oder? Hm. Okay. Naja. Gut, Leute, wir haben zumindest ein neues Item. Das ist schon mal cool. Ich würde sagen, im nächsten Part schauen wir uns weiter um. Und ich hoffe, wir finden irgendetwas Schönes Neues. Ne? Und ja, schreibt mir gerne in die Kommentare, wo ich jetzt mit dem Büsterich hingehen soll. Ich meine, im Endeffekt fehlen mir ja trotzdem noch viele Schlüssel für die einzelnen Dungeons. Das bleibt ja nicht aus. Die müssten wir halt langsam mal auf die Ketten bekommen, die Schlüssel. Ja, na gut. Das war's erstmal von mir. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal zum Minish Cap Randomizer. Tschüssi, Leute!